I can't tell what's wrong or right. Should I go without saying goodbye? All I know is I need to be somewhere else to set me free. I don't know what to do now. Need to figure it out, but I don't know how. I hope the wind will carry me and take me away to where I should be. Ahoi, liebe Schnäbelfreunde. Ja. Beim neuen Video auf unserem Kanal. Kurzweitkämpfer. Ihr habt es gerade eben schon gesehen vor dem Intro. Das ist richtig nebelig gewesen. Ja. Und dann auf einmal weg. So schnell haben wir gar nicht reagiert. Mitten auf der Insel, ne? So schnell konnten wir gar nicht die Kamera aktivieren, wo wir dachten, oh, jetzt müssen wir aber machen. Ja, manchmal ist es so. Ja, wir wollen. Das überlegen wir uns also jetzt gleich. Wir müssen mal gucken, was das kostet. Ja. Vielleicht in das Sandwagen Garsel. Es soll in 40 Minuten anfangen zu regnen. Das sind alles jetzt Parameter, die wir natürlich checken müssen. Mhm. Und entweder gibt es Bilder vom Schloss oder von woanders. Schauen wir mal. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. T-shirts, so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Da sind wir schon wieder und da haben wir auch... Wir haben schon mal den Platz gewechselt, auf jeden Fall. Genau, und wir haben auch ein Auto entdeckt. Mal sehen, ob die hier sind, ob wir die entdecken. Wir gucken mal. Das wäre auf jeden Fall sehr lustig. Wollen wir hier warten, bis die hier durch sind? Ja, genau. Wir müssen ein bisschen warten. Das Auto steht nämlich da unten, wenn man das da sehen kann. Naja, hinterm Berg.
Genau. Auf jeden Fall. Ja, wir sind weitergefahren, haben uns aber das Schloss angeguckt. Das Castle war schon schön, aber man muss sagen, für 19,20 Euro muss man sich pro überlegen, Person, ob man das machen sollte. Wie gesagt, wir haben euch ja jetzt Impressionen eingeblendet. Jetzt müsst ihr selber entscheiden, ob euch das Geld wert ist oder nicht. Genau. Wo sind wir jetzt eigentlich, Marcel? Das weiß ich doch nicht. Du suchst doch die Sachen hier mal raus. Ferry Glen. Wir wollen mal schauen. Hier soll es ja so eine schöne Steinformation geben, so im kleinen Kreis. Alles schön grün und so weiter. Also so das Erste, was man hier schon sieht, ist wunderschön. Sind Hügel, genau. Das ist ja das Thema dabei. Da ist es schon mal sehr, sehr schön, muss ich sagen. Aber ich glaube, man darf hier nicht so lange stehen bleiben, man wird hier erschossen. Ich wollte gerade sagen, hier wird irgendwie geschossen. Ja. Gut, das heißt, wir laufen weiter und zeigen euch jetzt Impressionen von diesem Ort. Genau. So, dann haben wir jetzt den Platz gewechselt, sind weg von den, wo waren wir eigentlich, wie hieß das? Ferry Glen. Genau, da waren wir und an diesem Ort hat sich dann einiges geändert. Getan, genau. Wir haben nämlich da ein Auto jetzt stehen. Genau. Das werden wir jetzt nicht einblenden. Wir sagen einfach Peppo. Genau, vielleicht wissen dann schon einige, was Sache ist. Was für ein Zufall. Mega. Das wir gerade gesehen und ja. Jetzt werden wir den Abend zusammen verbringen. Genau, wir haben uns erstmal anständig vorgestellt. Das heißt, ich bin
hingegangen und habe erstmal gesagt, wer ich denn bin und so weiter oder wer wir sind. Und die beiden, die waren ganz total irgendwie happy und ich weiß auch nicht. War ganz, ganz niedlich und süß. Und ja, genau. Jetzt sind wir hier an der schottischen. An der schottischen Küste sind wir lang gefahren, hinter Uhlig, Straße hoch. Ja, da gibt es einige Parkplätze auch direkt. Wirklich am Wasser, also wirklich am Atlantik, aber ein bisschen weiter weg, weil wir sind ja zwei Vans, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ja, den ersten sind wir dann vorbeigefahren, weil da passen die GPS-Koordinaten im Park von Neid nicht. Der zweite, da sind Baustellen. Richtig. Der dritte, der war zu schräg. Und dann haben wir einen gefunden, da sind wir hin und da war gerade ein paar Einheimische, die mehr so ein Mecker, Gezetere, rumgebrüllt asozial haben. Sich verhalten richtig haben. Rumgebrüllt. Wir dachten, es wäre der Hund, weil der einfach umhergelaufen ist. Es Nö, die meinten uns. Genau, aber wir haben da halt nur erstmal kurz gestanden, um zu sprechen, wie, wo, was und sowieso. Aber sie meinten vielleicht, dass wir da gleich direkt campen und so weiter. Ja, hätten wir uns auch toll gefunden oder so, aber campen wir, also gestanden hätten. Ne? Aber es geht anders, indem du mal mitkommst. Genau. Wir haben jetzt hier einen Platz und da steht etwas drin. Und das ist übrigens der Platz, wo die GPS-Koordinaten nicht passen und wo wir dran vorbeigefahren sind. Hier steht nämlich Camper Vans Welcome. Kostet zwar 5 Pfund. Aber das ist, ja, ist uns wert, weil man kann die Wiese hier mitbenutzen. Und das ist das, was wir auch haben wollen. Und wie gesagt, wir haben einen tollen Blick, den wirst du auf jeden Fall gleich nochmal zeigen, weil wir haben mehr Blick. Was ich schicke die Drohne gleich nochmal hoch. Genau, aber ich glaube, wenn die Kollegin hier wechselt mit dem Hund. Und ja, naja, wird gegrillt. Und dann schauen wir mal, was es noch in diesem Video zu geben hat oder ob wir dann schon wieder dieses Video enden, weil zwei Sachen haben wir da. Wir haben Castle gezeigt, wir haben Fairy Glen gezeigt. Also eigentlich reicht das ja für das Video schon bald wieder aus. Ja. Aber noch sind wir nicht am Ende. Einen wunderschönen Abend haben wir gestern noch verbracht mit Gabi und Matze. Oh ja, liebe Grüße an der Stelle nochmal, das war wirklich super schön. Ja, wir haben es jetzt kurz nach 8 und es sind schon wieder Brote gemacht. Stefan, wenn er mal hier kurz zeigt, hier sind so die Reste übrig geblieben. Ja, wieder Schwarzbrot und Weißbrot, weil wir haben nämlich nichts mehr. Muss neu gemacht werden und deshalb gleich heute Morgen. Ist wieder in unserer Gärkammer, also hinten bei der Heizung. In der Gärkammer, sehr schön. Ja, auf jeden Fall soll es das mit diesem Video jetzt schon gewesen sein, nachdem wir jetzt eine Tour hatten mit dem Parkplatz, zwar ein Schloss angeguckt haben, dann das Fairy Glen. Genau, super, sehr gut. Ja, dementsprechend habt ihr ein bisschen was gesehen. Im nächsten Video geht es dann weiter. Da wollen wir uns was da angucken, theoretisch einen Wasserfall, der ins Meer geht, wenn das Wetter passt, und dann irgendwas mit den Steinen. Ja, Old Man of Store. Schauen wir mal, ob das klappt. Das werden wir dann sehen, spontan. Ja, entweder das oder wir fahren runter von der Insel. Aber das seht ihr im nächsten Teil. Wir wünschen euch so lange, dass ihr gesund bleibt. Bleibt gewogen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.